Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Für mich ist offen, auf jeden Fall. Fühlt sich ziemlich hart, der Junge. Fühlt sich ziemlich hart. Wie wär's, wenn wir nach der Schicht in Koras Nest gehen? Klingt gut. Einige der anderen gehen zu Novios Abschiedsparty. Hatte ganz vergessen, dass die heute ist. Wo geht er nochmal hin? Noveria. Offenbar gibt es dort Bedarf an Firmensicherheitsleuten. Noveria? Ist das nicht der Eisplanet? Genau, ja. Da müssen wir nämlich auch noch hin, meine Lieben. Da werden wir mal gleich hin. Wohl sehr gut. So, Liara. Sie haben also 50 Jahre damit verbracht, proteanische Ruinen und Artefakte zu studieren? Unsere jetzigen Reisen unterscheiden sich von meinen normalen Ausgrabungen. Ich würde langwierigere Studien vorziehen und weniger Explosionen. Ich schätze, da haben Sie für alle Wissenschaftler gesprochen, Liara. Wie geil! Na, sag mal! Na, da bin ich ja mal gespannt. Glückwunsch! Erster Tag, sagst du? Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Hm? Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu... Ja, diese Person glaubt und bla sie und Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und Sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. So, wir diese müssen uns Person irgendwo den Weg jetzt zurücksuchen. Ich würde jetzt gerne wieder zum Schiff kommen. Habt ihr E-Zigarette gekauft, um das langsam zu machen? Egal, alt gut. Sah bei mir nicht anders aus. Ich letztes Jahr auch mit Weihnachten mit E-Zigarette angefangen und jetzt ungefähr einen Monat. Hä, was war das jetzt? Ne? Dann hat es mir aber nicht mehr geschmeckt. Das war mir allzu künstlich. Ich möchte ganz gerne. Hier hin. So, Kraker sauber und startklar. Morgen können die Benchmarks losgehen. Namloser, ich drück dir die Daumen, dass das funktioniert. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke, danke. Hoffe, bekomme davon weg. Weil ich merke halt extrem, wie meine Lunge leidet, bevor ich es noch schlimmer mache. Hör ich auf. Sehr cool. Ich drücke die Daumen, Begeil, ganz ehrlich. Sehr cool. Komplett neuer Lebensabschnittsstart, nenne ich das Ganze jetzt mal, ja? Was bei dir gerade abgeht. Wahnsinn. Warte mal, Zitadellenturm. Wir müssen doch noch in den... Lull. Warte mal. Wo geht denn das hier hin? Fahrstuhl? C-Sicherheitsakademie. Nee, wir wollten... Nee. Halt. Ich brauch so ein Fahrzeug. Ich möchte hoch zur Zitadelle noch. Da müssen wir hin. Weil da war doch irgendwas. Wir müssen noch irgendwas erledigen oben, oder? Lass uns mal bitte noch gucken, schnell. Präsidium. Bezirk Zitadellenturm. Über einmal hart aufhören. Du hast auch. Wusste ich gar nicht und habe ich nie mitbekommen. Also,
Erstens habe ich nie im Stream geraucht, definitiv nicht. Ich habe noch nie in dieser Wohnung hier, wir wohnen jetzt hier seit 6 Jahren, also seitdem ich meine Frau kenne, 9 Jahre, haben wir nie in der Wohnung geraucht, im Stream sowieso nicht, ja. Und, ja, auch hier im Keller nicht, ganz ehrlich. Und daher konnte man das doch ja nicht mitkriegen. Wenn denn wart in der Pause, irgendwann. Und ja, doch, mit 15. Mit 15 habe ich damals angefangen mit rummehren, war so hier mal, da mal. Ja, und jetzt mit 37. Irgendwie hat es nicht mehr geschmeckt, muss ich sagen. Das war irgendwie so, ja, und deshalb, ja, voll, ja. Lieber einmal hart aufhören. Mit euch hoffe ich, schaffe ich's. Eieiei. Aber nicht die Verantwortung bei uns suchen, meine Liebe. Das ist hart. Ja, will mein Leben einmal auf 180 Grad auf den Kopf stellen. Mach das. Und mein Geld freut sich dann auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Genau, und man braucht auch nicht drüber nachdenken, ob man zunimmt oder irgend so ein Blödsinn, ne? Also ich persönlich zum Beispiel, ich hab viel Tee getrunken und bla, Sülz, kann man jetzt labern, wie man will, ja? Aber ich persönlich habe zum Beispiel 7 Kilo abgenommen in der Zeit jetzt. Bumm. Auch bei jedem anders, Meine Frau raucht noch. Sie sind Commander Shepard? Jawohl. Mein Name ist Admiral Kahoku. Was kann ich für Sie tun? Wiss ich nicht. Du hast die Leuchte, nicht Icke. Sie haben doch ein Aufklärungsteam in den Artemis Tau Cluster geschickt. Ja, das stimmt. Die Leute werden seit ein paar Tagen vermisst. Ich versuche herauszubekommen, was passiert ist, aber die Allianz-Kommandeure scheint es nicht zu interessieren. Können Sie mir etwas darüber erzählen, Commander? Artemis Cloud-Taster. Wir haben, Cluster. Wir haben die. Haben wir die? Haben wir die schon gefunden gehabt? Sie wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Ach doch. Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Stimmt, das war das Team. Stimmt. Haben wir gefunden gehabt. Haben wir ja schon. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. So. Sagen wir jetzt viel Glück oder sagen wir, wie kann ich helfen? Geben wir uns wieder einen Auftrag an der Backe? Naja, es ist die Marines, wa? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Das ist auch schon. 4.500. Kasching, Alter. Ich hasse diese Ausdrucksweise. So. Wir müssen Botschaft Finanzdistrikt Gemächer der Konsortium. Konsortin. Bezirke. Märkte zurück. Medizin. Zitadell Sicherheitsdienst müssen wir, weil ich möchte ganz gerne an die Andockstation wieder. Ich werde definitiv viel Kaugummis kauen. Kaffee trinken. E-Zigarette auch. Okay.
Trink doch mal einen Schluck. Das ist eine gute Idee. Ich werde Mass Effect nie verstehen. Okay. Ich glaube, Mass Effect ist auch... Es ist... Wie soll ich sagen? Es ist nicht für jeden gemacht, glaube ich. Ob es zum Schluss von der Story etc. hat sich ja nicht so viel geändert. Ja. Ich glaube, wir müssen hier hin, oder? Warte mal. Andockbucht, genau. Hier müssen wir rein. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Die Grafik und auch die Story, aber ich mag dies. Du findest die Grafik geil und die Story, aber du so viel programmiert wurde, okay. So hirnmäßig stecke ich gar nicht drin, wie das programmiert wurde. Ich für meine Begriffe finde die Grafik cool, ja. Jetzt, wie gesagt, ist ja überarbeitet hier in der Legendary Edition. Storymäßig irgendwie wurde ein bisschen was geschnippelt. Story finde ich cool. Ja, macht mir, glaube ich, ein bisschen wenig Gedanken über das. Die Spielweise. Ja, okay. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Also mein Dad, der hat, glaube ich, 3 oder 4 Mal aufgehört zu rauchen. Ja. Und jetzt ist er komplett weg. Ja, aber trotzdem. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Doof, ich bin nur hier, ich bin noch nie am Land. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das hat mein Vati auch zu mir gesagt, selbst wenn man wieder anfängt, sollte man sich keine Vorwürfe machen. Es ist denn einfach so. Und man bräuchte... Sorry, erstmal das Spiel angehalten, auch nicht schlecht. Der Freezy. Nee, war nicht Freezy. Das war. Irgendwas hat aus dem Spiel rausgetappt. Irgendwelche Hintergrundprogramme waren jetzt der Meinung, ich muss einfach mal eine Runde angehen. Weiß ich nicht warum. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen. Aber sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Hab doch fette Punkte gekriegt. Hab getan, was ich konnte. Sie hat gar nicht zugehört. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Ich wollte Ihnen nur von den Reaktionen zu Hause erzählen. Jo. Aber ich will sie nicht länger aufhalten. 5. Flotte, Ende. Hä? Was ist das für ein Input jetzt gewesen? Zitadell? Rauszoomen. The Widow. Okay. Widow. Black Widow. So. Nuveria. Asteroid X-50 Würmir. Lokaler Cluster. Artemis-Tau. Artemis-Tau. Da war da was, oder? Wollen wir da mal hin? Sparta. Was war denn im Artemis-Tau? Warte mal. Jetzt müssen wir nochmal rauszappen kurz. Ich muss nochmal kurz gucken, was im Artemis-Tau war. Sorry, Leute. Zitadelle. Zitadelle, alte Freunde. Rujana finden. Nee, mit Sicherheit nicht. Lieferung untersuchen. Amazon-System. Alter, was ist denn? Warte mal kurz.
Ferus. Bin ich jetzt blöd? Walking Ether Cluster. Nee, wir fliegen jetzt erstmal nach Noveria. Punkt erledigt, der Fall wird nicht diskutiert jetzt. Ax. Strenus. Ax. Jupp. Mal langsam mit der Story mal ein bisschen vorankommen hier. Abflug. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim. Allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. What? Was ist denn da los? Alter Schwede, hier ein Text. Svarok ist ein kleiner und ganz typischer Wasserstoff-Helium-Gasgigant. Ein kleiner Gasgigant, hä? Dessen Orbit nahe an den Stern heranreicht. Bei einem Stern mit einem nahegelegenen Gasgiganten entsteht nur sehr selten eine bewohnbare Welt. Svarok ist zwar der einzige Gasgigant von Pax, aber durch die Temperaturen, die mächtigen Winde und die hohen Orbitalgeschwindigkeiten ist er nicht besonders gut für die Helium-3-Gewinnung geeignet. Auf Noveria gibt es zwar reichlich Deuterium für die Fusionswerke, aber das gesamte Helium-3 wird aus anderen Systemen importiert. Dankeschön für den Input über diesen tollen Giganten. Morana ist ein kleiner Eisplanet, der kleiner als der Mond der Erde ist. Viele Planetengeologen gehen davon aus, dass er früher als Eiswerk Teil der Oortschen Wolke war. Und dann nach einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper nach innen gedriftet ist. Die Oberflächenschichten bestehen aus kohlendichtem Wasser, aber die inneren Schichten setzen sich aus Silikaten mit Vorkommen von Magnesium und Aluminium zusammen. Morana ist in das Schwerkraftsystem von Pax gekoppelt, wobei immer die gleiche Planetenseite Sonne gerichtet ist. Ist natürlich doof, war. Der ist ja auf der einen Seite immer wärmer als auf der anderen. Okay. Noveria, unser letzter Planet in dem Sternsystem hier. Veles? Ich nehme mal Veles, ja. Veles müsste ein Doppel-L sein, wa? Die dünne Atmosphäre von Veles besteht aus Xenon und Krypton. Also nichts für Superman, hm? Die meisten anderen Materialien dieses Planeten sind gefroren und liegen in Schneeform vor. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit Vorkommen an Magnesium. Bei der Untersuchung der primitiven anaerobischen Lebensformen
auf Veles entdeckte ein Forschungsteam des Unternehmens Binhex einen geheimen Ankerplatz des früher kroganischen Warlords Moro. Die Forscher bargen viele Aufzeichnungen und Artefakte der kroganischen Rebellionen, die dann auf Auktionen versteigert wurden. Die Basis ist seitdem verlassen. Null. Erkunden. Beim Scannen des Planeten Veles haben sie ein kleines verlassenes Raumschiff gefunden. Ihr Bergungsteam hat das Schiff an Bord gebracht und es demontiert. Dabei fanden sie eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Haben wir doch vorhin schon mal was gefunden, oder? Lul. Okay, Nuveria. Ach, das wird spaßig, Nuveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standard als nicht bewohnbar gilt. Der Planet untersteht der privaten Administration der Nuveria Development Corporation. Development Corporation, um Gottes Willen. Die dort Labore für Experimente verpachtet, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit an keinem anderen Ort durchgeführt werden dürfen. Durch diese außergewöhnliche Situation ist Nuveria immer wieder Mittelpunkt wilder Gerüchte und konspirativer Theorien. Bevölkerung 361.000, auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Ich weiß nicht mehr, was dort war. Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Das ist dieser Planet. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Ja, der Planet ist ätzend. Commander, etwa noch eine Frage? Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir warum erarbeitet diese Gespräche habe. Mit dem Typen woher kommen ein? Wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Eine Krankheit. Wovon reden Sie da? Sie sind krank? Das heißt, Sie wussten gar nicht. Ach, scheiße. Okay, ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Bei dir auf jeden Fall, du arrogante Flitzpiepe. Woher kommt Ihr Spitzname? Was für eine Krankheit, hatten wir ja nur schon. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Schon klar. Sie erinnern mich irgendwie an den Weihnachtsmann. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben.
Unglückliche Wesen? Untersuchung? Unglückliche Wesen? Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. So. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Ja. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Ich muss gehen. Bis dann. Schwerer Patient für Gespräche, war schwerer Patient. So, wen nehmen wir mit auf die tolle Mission hier? Wen nehmen wir mit? Techstärke. Ach komm, nehmen wir sie mal mit. Die kann auch mal ein bisschen Punkte kriegen hier. Die anderen hatten wir immer schon bei. Und sie nehmen wir generell mit. Weil ich Bock drauf hab. Oder nehmen wir ihn mal mit. Guck mal, jetzt ist Techstärke und Kampfstärke so ein bisschen. Ja, nehmen wir die beiden mal. Gefetzelt. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So sieht mich aus. So. Gucken wir mal, wie es aussieht. Garrus. Oh, die haben wir auch schon ein paar Mal mit bei gehabt. Fetzig. So, was geht? Okay. Was ist denn bei ihr los eigentlich? Was hat die für eine 100? Alter, warum hatten die so eine geile Knarre? Was ist denn da los? Eine Banshee 3. Nee, die behält man die schön. Okay. Wann hatten die Waffen von uns gekriegt? Krass. Okay. So, jetzt... Dann mal gleich erstmal Folie Keks. Hast du diesen Planeten? Jetzt kommt gleich so eine ganz arrogante Dame, ja, die uns gleich was erzählen will. Da stehen sie auch schon. Freue ich mich ganz doll drauf. Das ist weit genug. Wir werden kooperieren. Keine Ahnung, was sie wollen, aber gleich erstmal. Gehen sie zur Seite. Stimmt was nicht, Officer? Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Navy Allianz. Commander Shepard, Allianz Navy. Die nächste Navy-Patrouille ist erst in 2 Wochen dran. Sie sind weit weg von der Heimat, Commander. Heimat ist ein Geisteszustand. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Doch, für mich ja. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Ich will keinen Kampf anfangen. Bin direkt hinter Ihnen. Ist die Panzerung in gutem Zustand? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Ja, sag mal. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Hä? Die haben mich doch voll gequarkt. Sind die dumm oder was? Mit ihr spreche ich nicht, die ist sowas von arrogant. Ja? Ich bin sicher, dass Parasini-San all Ihre Fragen beantworten wird. Dankeschön. Warum nicht gleich so? So, jetzt gibt's gleich erstmal einen Alarm, weil wir ja Waffen dabei haben. Ja. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm.
Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anolés Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Wir haben es eilig. Danke fürs Durchschleusen. Ja, auf sehr freundliche Weise. Wir nehmen die. Hat heute jemand ihrer Sicherheitschefin in den Kaffee gepisst? Sie nimmt ihren Job sehr ernst und ist sehr wichtig für die Firma. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Bitte was? Was? Zu meinem Pflicht. Und welche Fragen? Warum sind hier so viele Wachen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Und das meinte ich, ja? Du nimmst einen Satz, der da unten steht, und der haut da so ein Ding raus, ja? Krass. Wie jemand in den Kaffee pisst. Ich werde vielleicht lästig, deswegen bin ich nicht hier. Das klingt verdächtig. Die Direktorin tut alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Ich bin nicht hinter Firmengeheimnissen her. Das ist beruhigend. Namenloser Dankeschön für den Clip. Ah. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Sie ist eine tote Frau. Ich muss mit ihr reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Oh nee. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Gipfel 15 ist ja auch wieder so ein Stück weg. Ich brauche die Koordinaten. Da muss ich da hin. Ich brauche ihre Hilfe. Dann muss ich auch dorthin. Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo ist Anolei? Warum sind Sie hier so... Achso. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben links neben dem Fahrstuhl. Hauptebene oben links neben dem Fahrstuhl. Ja? Warum ist der denn so angespitzt, der Typ? Also ich kann mich an unsere letzte Session erinnern, da war der nicht so halt irgendwie... Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Commander, es könnte klug sein, Dr. Zoni mitzunehmen. Sie kennt ihre Mutter besser als jeder von uns. Dr. Zuni, so, wir gehen mal zurück und nehmen jemand anderen mit.